Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus, der Fraktion, womit wir angefangen haben mit Total War. Und ja, das hier ist die 100. Folge, voll heftig, und auch die letzte. Hier, das da ist das, was wir noch brauchen. Und ich dachte mir, ja, greifen wir diese Runde die Arena an. Weil wir brauchen das ja. Also, zuerst habe ich gedacht, wir schicken ein paar Abgeordnete zu den Arenern. Was ich anscheinend schon gemacht habe. Und jetzt müssen wir warten, bis sie zurückkommen. Hier oben. Ah, genau. Hier oben müssen wir die noch schlagen. Das werden wir ganz bald tun. Der holt sich jetzt mal ein paar Einheiten. Der ist noch da. Genau, den machen wir mal weg. Der ist auch noch da. Okay. Wo ist denn... Da ist meine andere. Palim Palim. Cool. Okay. Der wird hier an Land gehen, würde ich sagen. Oder hier. Nee, hier. Schon hier. Okay. Da öffentliche Ordnung. Mehr brauchen wir da nicht. Minus 4 Nahrung. Ist gerade in Ordnung. Dann pushen wir mal noch die Nahrung. Ah, die wird ja hier oben dann in zwei Runden extrem gepusht. Das ist gut. Hier können wir noch pushen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die nächste Runde noch für uns hat. Warte, die da bekommt noch... Ah, Forschungsrate. Nee. Wolfpack hat, bekommt nichts und der bekommt auch nichts. Dieser Verräter, der einfach eine neue Fraktion gemacht hat. Und die da bekommt... Ah, der da bekommt auch was. Das ist meiner? Krass. Das ist... Und der hat noch was. Ah, noch eine Tradition. Das ist gut. Bewegungsreichweite. Gut, dann ja, weiter. So, wie schon... Eure Weisheit ist bekannt. Und selbst Athene würde die Notwendigkeit eines Angriffs auf... Nö, sehe ich nicht. Genau, wie schon erwähnt, ich werde das wahrscheinlich jetzt auf... also die Folge wieder auf 30 Minuten kürzen. Also, wenn wir innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten nicht gewinnen, würde ich das dann rauskürzen, weil... Also... Das, was wir dann noch brauchen, das bekommen wir easy hin und das ist auch nicht mehr so heftig. Also nicht mehr so heftig, also das ist eigentlich dann langweilig, weil wir von ja, Siedlung zu Siedlung marschieren müssen, um irgendwelche Siedlungen zu nehmen. Und deswegen werde ich das dann höchstwahrscheinlich rauskürzen. Ich glaube, Einheiten haben wir jetzt genug. Habe ich ja jetzt gebaut. Und ja. Mein Herr bietet euch Frieden. Morgen schon könnte seine Einstellung zu diesem Krieg euch weitere Qualen bringen. Ja, okay. Dann Frieden ist auch gut. Vielleicht kommt der dann mit Klientel an. Okay. Nochmal in kurz. Also Avena hat zusammen mit einem Rittersmeister, das ist gut. Knossos, großzügigen Ding.
Okay, zweimal großzügiger Dingster, Bumster, Tribut und dann ein Rittersmeister und dann, ja. Gut, Haushalt, Haushalt, lalala, das ist schön, das ist schön, das interessiert niemand, gut. Fraktion vernichtet. Keltische Konföderation, okay. So, dann werde ich mal alle nochmal... Ja, aber die mögen mich. Warte. Genau. Hier Arena. Senden. Dann... Ja, ich will aber Arena. Ja, dann Ikena. Und ich will eigentlich alle nach Knossos. Ich will eigentlich alle zu den Arenern Arena schicken. Aber das geht wohl nicht. Gut. So, Della. Dann schauen wir mal hier drüben. So, dann kommst du mal her und schnabulierst hier rüber. Du schnabulierst dann hier hin. Mal kurz austauschen. Gut, dann ja, lasse ich dem noch eine Runde, also bis meine Politiker wieder zurückkommen. Und wenn er bis dahin Pergamon, was willst du? Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Hey, Pergamon hier. Neuer Aufschwung. Was macht ein Pergamon da? So, wie lange brauchen die noch? Zwei Runden. Na komm. Dann geht ihr nach da und bunkert euch ein. Natürlich geht es jetzt nicht mehr. Dann schaue ich mal, ob der noch da ist. Ja, natürlich ist er noch da. Zweimal Ballisten hat er. Naja, ich habe Kavallerie. Das ist kein Problem. So. Was macht der? Oder die? Entschuldigung. Der Agent. Wo geht der hin? Nirgendwo hin, ne? Wolfpack. Braucht nichts. Der bekommt nichts. Der abtrünnig ist. Der bekommt was. Und zwar. Lokale Provinz. Hat er noch was? Begleitarmee? Ja, aber Söldner. Moral. Dann bekommt er mal ein bisschen Moral. So, du bekommst nichts, du bekommst auch nichts und weiter geht's. Deswegen meinte ich, also am Schluss ist es halt wirklich ein bisschen, ja, langweilig, ne? Man kann halt nur, also man arbeitet halt jetzt nur auf die, auf die Erfüllung der Ziele hin.
Davor war es ja ein bisschen lustiger, weil man halt nach allen Richtungen irgendwie schauen musste, wer der Feind ist und so weiter. Aber gerade. Also jetzt mit der Armee gehe ich dann in. Bin ich wahrscheinlich in 3 Runden oben. Und ja, kann ein bisschen Aufzeit machen. Und dann mit der Armee reite ich jetzt auch nach Pergamon. Habe ich den besiegt schon, oder? Mal schauen. Angreift ihr dieses Volk an? Das ist. Gar nicht. Wieso sollte ich das angreifen? Das hat mir eine Provinz geschenkt. Der will mich doch verarschen. Der hat mein. Der hat jetzt mein General gekickt. Ja, das schaue ich mir gleich an. Ja, der hat jetzt meinen General gekickt. Und jetzt kriege ich dich. Alter. Der hat jetzt tatsächlich meinen General getötet. Ich brauche eigentlich keine. Ja, egal. So, du bunkerst dich mal ein. Also. Arvena, großes Ding. Hat euch hintergangen. Hat euch hintergangen. Das ist auch so lustig. Also, die Arvena, da habe ich einen von den Feinden, feindlichen Familien hingetan und hier und die beiden, die drei. Das ist geil. Die drei sind eigentlich von meiner Familie, also hintergehen. Naja. Ah, okay, hier sind ja auch die Einheiten, die ja. Oder die Familien, die eine neue Fraktion gründen, obwohl sie das Familienoberhaupt der Fraktion sind. Wieso komme ich da nicht hin? Hä? Wieso komme ich da nicht hin? Ja, dann ist mir doch egal. Dann gehe ich halt nach oben. Oh, hier ist nicht ganz so geiles Gewässer. Ah, der hat hier ja nichts, also. Junge, Junge, Junge. Okay. Jetzt muss ich mal kurz googeln. Der da kann bis hierhin marschieren. Der da. Ja, komm, der geht jetzt auch. Hierhin. Die da hat getötet, sehr schön. Die da macht das da. Der macht gar nichts, der macht gar nichts. Der macht gar nichts, der macht. Ja, an sich müsste ich da die jetzt angreifen, ne? Ha. Willst du mir Mein nicht. Freund, seid willkommen. Die Geister lächeln auf uns herab. Und die Götter segnen euch. Mal schauen, ob er das macht. Nee. Warte mal, warte mal. Ja, genau, mit dem konnte ich kein Schutzbündnis oder militärisches Bündnis eingehen. Warum nicht? Das ist so ein Kack. Warum kann ich das nicht machen? Weiß das jemand?
denen? Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot das kann ich ja mit denen auch nicht. Trinken. Ist es, weil, ja, jetzt, ist es, weil ich, weil die, weil die eine komplett andere Fraktion sind? Mit denen? Ihr seid willkommen, doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten. Mit denen kann ich Schutzbündnis machen. Ehrlich sprecht. Mit denen kann ich das machen, aber wieso? Die wollen nur, dass ich halt das da jetzt erober, ne? Gut, schauen wir mal kurz auf die Siege. Also, ich brauche hier noch ein bisschen mehr. Einheiten habe ich, das habe ich und das da brauche ich. Und ich brauche noch, Alter, ich brauche noch voll viele Siedlungen. Ja, meine Güte, dann... Setzt euch, mein Freund, und lasst uns reden und guten Wein trinken, bis... Ihr bereitet mir Schwierigkeiten, aber ich befolge eure Anweisung. So sei es. Der Tausch von wertlosen Tante ist ohnehin nicht ehrenhaft. Warum? Ja, super. Jetzt muss ich aber mit denen auch Richtung hier schauen. Ja, nee, muss ich eigentlich nicht. Ja, gut. Ich muss jetzt nur ein bisschen warten, bis ich die angreife. Ah, voll blöd, dass ich ja mit denen nicht in Bündnis gehen konnte. Mit den Ikenern schon, aber warum? Die Zeichen und Hinweise deuten an, dass Ares... Ja, nö. Die haben jetzt endlich mal aufgehört, mich ja die ganze Zeit anzugreifen. Beziehungsweise nicht anzugreifen, sondern Krieg zu erklären. Und dann so, oh, wollen wir Frieden haben? Nee, wir wollen Krieg. Ja, wollen Frieden. Wirklich, das ist sowas von Kacke. Das ist so künstlich. Welcher Film? So. Es sind jetzt gleich 18. Es sind schon 18 Minuten. Es sind gleich 20 Minuten. Und. Die Götter zeigen ihren Unmut über unseren Bund. Sie ließen sich mit Gold besänftigen. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Ich. Ja, und ich gebe euch die Möglichkeit, um zu überleben. So. Kriegerische in... Ja, ist eigentlich wurscht. Natürlicher Tod. Erlass annulliert. Ah, weil... Ja, okay. Provinz umstritten. Ja, das weiß ich schon. Alles gut. So, dann wollen wir die mal, den mal angreifen. Nicht? Und zwar mit den Strategen. Keine Aktion passt perfekt. Kinder bekommen passt auch perfekt. Und Geheimaktion passt auch perfekt. Alter, der sagt, ich habe keine Chance. Läuft. Dann spielen wir noch das Gefecht. Und ja, ganz ehrlich, dann mache ich halt eine lange Folge jetzt. Also dann würde ich sagen, mache ich das Gefecht. Und dann kürze ich das so, bis ich gewonnen habe. Und schneide nur die Gefechte rein. Genau. Mhm.
Der Nachteil ist jetzt, dass ich angreifen muss. Das heißt, dass er sehr schön seine Balliste einsetzen kann. So. Pikeniere sind hier. Warte, die stelle ich so weit aufgefächert auf, wie es geht. Und zweimal hier. Zweimal da. Und die so. So, weil die kann jetzt nämlich schon schießen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Unser General wird angegriffen. Das Gute ist, wenn ich so schnell voranpresche, ist, dass er die nicht trifft. Das Blöde ist, dass er meine Einheiten dann eben bisschen erschöpft sind, wenn sie ankommen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Mal alles schön auf die Pikeniere, ne? Bereit zum Einsatz! Aufliegen! Bereit! Zu Befehl! Hellenische Königliche Kavallerie! Aufliegen!
Ja, meine Mitte ist auch ziemlich... ziemlich heftig. Ziemlich malträtiert. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der Mob, ne? Bogenschützen! Geschosse bereit zum Einsatz! Steinsteuerer! Aber der gewinnt halt jetzt echt, ne? Unser General ist gefallen! Und warum? Ach so, wegen denen. Ja. Alter, wirklich, der hat jetzt wirklich mich besiegt. Ich glaub's nicht. War auch wie irgendwie. Ach so, dämlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und das macht gerade überhaupt keinen Sinn, dass der... Der ist frisch. Das ist ein... Ja, nee, das war... Also, ich hätte so oder so jetzt verloren. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber sowas nervt. Also, der galoppiert von hier bis da hinten die ganze Zeit und dann plötzlich macht er Stopp.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So ein Schmarrn. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Gut, dann würde ich sagen, ja. Da muss ich halt eine neue Armee ausbilden, ist mir jetzt auch wurscht. Und dann. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Genau, zeige ich euch, wie es halt ja, kurz vorm Schluss ist oder so. Zu euren Diensten! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Rennt sie nieder! So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Gut, dann, ja. Bis gleich, würde ich sagen. Gut, und damit wieder herzlich willkommen zurück. Das ist, ja, ich bin mal still. Also, ich hab's geschafft. Wow, und das ist also der Sieg. Okay, cool. Also es hat noch ziemlich lange gedauert, ehrlich gesagt. Ich hätte locker noch irgendwie ja 5 Folgen voll machen können, aber ich wollte halt eben das auf 100 kürzen. Und hier sieht man schon, ja, die ganzen, ja, Details von unserem Imperium. Also, ja, 87 eroberte Siedlungen und so weiter. Also, ja, schon 24, okay. Erforschte Technologien 40, ja, ist auch nicht schlecht. Okay, Militärtechnologie ist ein bisschen mehr. Aber nicht viel. Diplomatie für 59. Derzeitige Kriege 0. Ja, also das stimmt eigentlich nicht, weil derzeit ist der Osten eigentlich noch feindlich gesonnen. Alter, Gesamteinkommen ist halt 2 Millionen, fast 3 Millionen. Ist halt heftig. Uiuiui, Handelsabkommen sind nicht ganz so viel, aber ich habe ja alle besiegt, ne? Wie ist der Einkommen? Gesamteinkommen. Ja, das ist schon. Ist schon heftig. Ja. Aber genau, also, ich habe noch einige, Alter, Streitkräfte gesamt. 42. Aber da sind auch die ganzen, Möchtegern. Streitkräfte von den Generälen und so weiter, die ich von der Politik weghaben wollte. Okay. Insgesamt rekrutierte Einheiten. Ja, ist schon ein bisschen was, ne? So. Vernichtete Einheiten. Fast 3000. Eieiei. Also Einheiten sind halt nicht Männchen, sondern wirklich komplette Einheiten. Das ist nicht schlecht. Mal schauen, ob ich das bei der Rome-Kampagne toppen kann, aber ich glaube schon. Konflikte. Ja, Landgefechte natürlich viel mehr als Seegefechte, ist ja klar. Siege gesamt
Fast 200. Das ist auch gut. Irgendwann kommen da noch Niederlagen? Ich weiß nicht. Niederlagen an Land 16. Das ist bei ja, Gefechten von 200 echt nicht schlecht. Gut. Ich wollte noch eigentlich jetzt oder ich werde jetzt so ein Tribut an die ganzen Armeen von mir machen. Also ich weiß nicht, wie weit ich das machen kann. Also ob ich das so machen kann, wie ich mir vorstelle oder nicht. Quasi so, dass jede Schlacht rechts vorbei zieht und dann ja im Hintergrund noch so ein paar Schlachten gezeigt werden. Aber mal schauen. Genau, für alle, die bis jetzt zugeschaut haben, bis zur Runde 100, Respekt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es ausgehalten habt, beziehungsweise durchgehalten habt. Jetzt sieht man auch noch, dass ich ja im Osten ein bisschen Kämpfe noch übrig habe, aber ja, es ist eigentlich, ja, vorbei. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war, ja, das ist das Ende von meinem ersten Let's Play. Also der ersten Let's Play, das ich von Total War angefangen habe. Genau, hier kann man nochmal wirtschaftliche Siege machen, aber ja, ich habe ja das Militär, habe ich. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ja, hoffentlich seid ihr bei den anderen noch tüchtig dabei, bei den anderen Let's Plays. Und jetzt kommt ein kleines Tribut an die Armee. Bis dann, macht's gut, bye bye.